Und ich würde gerne jetzt den Nils Altner vorstellen und begrüßen. Dr. Nils Altner, der Nils ist schon lange einer derjenigen, die im Grunde die Entstehung des AVE-Institutes, aber auch die Entstehung des ganzen Themas schon begleiten. Also ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass er einer der Pionierinnen und Pioniere in Deutschland ist, die sich mit dem Thema Achtsamkeit im Bildungskontext, sei es im Kindergarten oder in der Schule oder in der Universität, beschäftigt. Seit vielen, vielen Jahren ist er da dran. Und wir von AVE sind sehr froh, dass er einer derjenigen ist, die uns in unserer Arbeit begleitet. Berät stimmt schon fast gar nicht mehr, sondern wirklich begleitet, schon auf einem fast freundschaftlichen Level zum Teil. Und der Nils war ganz wesentlich bei der Entstehung unserer Fortbildung beteiligt, bei der wir sozusagen Lehrerbildner und Lehrerbildnerinnen ausbilden, die sozusagen in der Erwachsenenbildung Lehrerinnen und Lehrer achtsamkeitsbezogen fortbilden. Und wir haben einen ganzen Kreis von Expertinnen, die das entwickelt haben. Und Nils war einer von denjenigen, die da von Anfang an dabei waren. Und so kam es auch, dass ich Nils gebeten habe, ob er nicht sozusagen den Auftakt zu unserer Reihe hier machen möchte. Und er hat dankenswerterweise gesagt, dass er das gerne tut. Und deswegen freue ich mich jetzt, an dich, Nils, übergeben zu dürfen. Und bin ganz gespannt auf unsere erste Online-Achtsamkeitspraxis hier bei AVE. Ja, danke schön, Tobias. Guten Abend an alle. Wer hat heute schon Zoom-Calls absolviert, außer diesem? Ja, zwei. Also, ich bin mal gespannt, ob dieses Format uns nahe kommt oder ob es uns eher noch mehr belastet als sowieso schon in diesen besonderen Zeiten. Wir haben gedacht, wir machen eine Meditation, eine gemeinsame. Und dann gibt es eine Möglichkeit, uns vielleicht zu viert auszutauschen. Entweder über die Erfahrung aus dieser Meditation, die wir gleich gemeinsam machen werden, oder wenn dir was anderes wichtiger erscheint, mehr auf der Seele liegt, wo du sagst, da würde ich gerne mich mit drei ähnlich Gesinnten für 10 Minuten ungefähr austauschen, dann ist das auch möglich. Also wie gesagt, das ist heute der erste Abend in diesem Format und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wissen aber gar nicht, ob das deinen Bedürfnissen und Interessen entspricht. Dann sind wir dankbar zu hören, ob das so ist oder was sinnvoller wäre vielleicht noch. Vom Zeitrahmen haben wir gedacht, 20:30 Uhr Ende, das kriegen wir heute nicht ganz hin, aber wir haben bis 9:15 Uhr, 20:45 Uhr gesagt, das wäre der Endpunkt für uns, weil ja doch einige auch noch ein Leben außerhalb des Bildschirms haben. Ich habe gedacht, vielleicht ist für euch ein Thema nahe, was für mich im Moment sehr nahe ist, das ist das Thema Umgang mit Nichtwissen. Wer hat da eine Resonanz zu, ohne dass ich da noch mehr zu sage, nicht wissen? Also mir geht es im Moment so mit dieser Unwägbarkeit unserer Situation als Menschen auf diesem Planeten, dass das Nichtwissen mich täglich berührt, auch belastet zum Teil, nicht zu wissen. Gehen unsere Kinder nächste Woche wieder in die Schule, nicht zu wissen, was meine alten Eltern, mein Vater wird demnächst 90, in dieser Situation möglicherweise auch an gesundheitlichen Gefahren haben und möglicherweise auch erkranken werden. Eigentlich wollten wir letzte Woche meine Eltern besuchen, das haben wir nicht gemacht. Auch die große Frage, wie geht es mit dem Thema Wirtschaft, wie geht es mit dem Thema Ökologie weiter? Können wir als Gesellschaft, als Menschheit die Chancen nutzen dieser außergewöhnlichen Situation? Oder machen wir hinterher, wenn es ein Hinterher gibt, einfach so weiter wie vorher? All das sind Fragen, die mich sehr
berühren und auch umtreiben und die ich auch als belastend erlebe. Und wer hat da eine Resonanz zu? Wem geht es vielleicht ähnlich? Und dann habe ich insbesondere in Vorbereitung auf heute jetzt hier mit euch, kam mir der Gedanke, ja, in der Meditation, in meiner Meditation öffne ich mich immer wieder, und das gelingt mal mehr, mal weniger, öffne ich mich immer wieder dem Nichtwissen, dem Sein mit dem, was ist, was im Moment im Wesentlichen aus Fragezeichen und Nichtwissen besteht, aber auch aus Wahrnehmungen, die ganz klar und ganz deutlich und für mich auch sehr gründend sind, sehr, sehr, sehr gründend im Sinne, dass ich da meine Daseinsbasis immer wieder berühre und mich da immer wieder spüre. Das ist mein Körper, das ist mein Atem und das ist mein mich mit der Natur in mir und um mich verbinden. Und mein Vorschlag wäre, dass wir gemeinsam in die Stille gehen. Wir werden vielleicht so 10 Minuten in dieser meditativen Form verbringen. Ich werde einmal klingeln am Anfang, dann ein paar Minuten Stille entstehen lassen, die du so nutzt, wie du das möchtest. Und dann mache ich ein paar Angebote zum Thema Nichtwissen. Und da ist die Einladung zu schauen, passt dieses Angebot für dich, die Formulierungen, die Gedanken, die Worte, die ich da verwende, vielleicht auch die Erfahrungen, die daraus entstehen können. Wenn das für dich passt, dann mach es gerne mit. Wenn du sagst, nee, also komm, bleib mir vom Leibe mit diesem Thema, dann nutze es so, wie es für dich sinnvoll ist. Dann lade ich dich ein in eine Sitzposition oder auch, wenn du möchtest, eine Stehposition, wo du für 10 Minuten gut verankert, gegründet, verwurzelt sein möchtest. Und ich klingel einmal zu Beginn, lass dann 2-3 Minuten Stille und lade dich ein, in der Stille wirklich zu dir zu kommen, in die Sinneswahrnehmungen einzutauchen, in den Moment. Vielleicht ist der Atem ein Anker für dich, vielleicht die Körperwahrnehmungen, vielleicht die Kleidung auf der Haut. Und dann, so nach 2-3 Minuten, mache ich ein Angebot.
Schau mal, womit deine Aufmerksamkeit sich gerade beschäftigt. Und dann lade ich dich ein, die Aufmerksamkeit mit deinem Atem zu verbinden. Und während deine Aufmerksamkeit dem Atem folgt, auf den Atemwellen reitet, dann schau mal, was mit diesem Thema Nichtwissen, wenn du dir das zu Herzen nimmst, für dich im Körper entsteht. Ich weiß nicht, was sein wird. Aber ich spüre mit diesem Einatmen meinen lebendigen Körper. In diesem Moment. Und mit dem Ausatmen stelle ich mir vor, ich öffne die Hand meines Denkens. Mit dem Einatmen spüre ich meinen lebendigen Körper in diesem Moment. Und mit dem Ausatmen öffne ich die Hand meines Denkens und gebe meinen Willen dem Nichtwissen frei. Mit diesem Einatmen lasse ich das Nichtwissen so nahe an mein Herz, wie es mir gut tut. Und spüre eine sanfte und zärtliche Berührung voller Wunder. Mit diesem Einatmen spüre ich meinen lebendigen Körper in diesem Moment. Und mit diesem Ausatmen lasse ich los und lasse ich sein, das, was ist. Vielleicht ist es dir angenehm, eine Hand oder vielleicht auch beide Hände auf den Körper zu legen und deinen lebendigen Körper mit diesem Einatemzug zu spüren. Hier und jetzt. Gemeinsam mit uns allen. Du lässt den Atem fließen, wie er fließt. Und vielleicht magst du mit dem Ausatmen das, was ist, sein lassen.
Wenn das passt für dich, dann nimm noch mal ein letztes Mal für jetzt einen ganzen Atemzug wahr. Vom ersten kleinen feinen Einhauch bis zum letzten kleinen feinen Aushauch. Und dann schau mal, was dir gut tut. Vielleicht den Körper bewegen, räkeln, strecken, gähnen. Vielleicht auch die Stimme mal äußern. So, jetzt wäre Gelegenheit, Tobias, dass wir, sollen wir noch mal die Runde fragen, ob jemand nicht in eine Austauschrunde gehen möchte? Oder wie sollen wir es am besten machen? Ansonsten würden wir jetzt vielleicht zu viert euch in eine Austauschmöglichkeit gehen lassen. Genau, ich würde tatsächlich... Ihr werdet sozusagen automatisch einer Gruppe zugeordnet. Manche sind vier, manche sind Dreiergruppen. Das sortiert sich von ganz alleine. Und ihr müsst dafür eigentlich nichts tun, außer jetzt kurz warten. Wenn ich die Session startet, passiert das auf ganz magische Art von alleine. Und dann habt ihr Zeit, ungefähr 10 Minuten euch auszutauschen. Es beginnt dann am Ende ein Countdown von 30 Sekunden, sodass ihr vorgewarnt seid, bevor ihr wieder zurückgewirbelt werdet hier in die große Runde. Und vielleicht schaut ihr so ein bisschen auf die Uhr, damit jeder von euch zu Wort kommen kann und teilen kann, was er möchte. So. Nils, wir hatten vorhin gesprochen, dass du jetzt sozusagen nicht euch mit oder die Teilnehmer jetzt nicht mit einer Frage so richtig in die Austauschrunde gehen wollen würdest, sondern eher mit dem Impuls aus der Praxis. Der Impuls aus der Praxis, wenn das passt für dich, wäre vielleicht tatsächlich ins Gespräch die Praxis weiterzutragen im Sinne von das, was du gespürt hast, wenn du was gespürt hast, auch ganz körperlich vielleicht mitzuteilen. Dann sprichst du nicht über etwas, sondern ermöglichst dir selber und deinen Gesprächspartnerin eine gemeinsame Erfahrung. Aber wenn die Meditation oder auch das, was ich eben sage, für dich gar nicht passt, uns ist es sehr wichtig, mit diesem Angebot eine Austauschgelegenheit zu schaffen. Wenn dir was anderes wichtiger ist, dann steht es natürlich frei, die Zeit so zu nutzen, wie es für dich wichtig ist. Ansonsten wäre die Einladung nahe am Erleben, kurz aber von Herzen, dich mitzuteilen in den Runden gleich. Okay. Dann würde ich die Sessions jetzt beginnen. Es sind ein paar in der Zwischenzeit sozusagen aus dem Zoom-Call raus. Deswegen wundert euch nicht, wenn der eine oder andere jetzt vielleicht nur in der Zweiergruppe ist. So, alle wieder da. Willkommen zurück. Der Tobias und ich haben gerade überlegt, was ein gutes Format sein könnte. Vielleicht nochmal so eine Ernte einzufahren von jetzt eben. Und wir haben uns überlegt, wir starten mal den Versuch, dass wer möchte, Tobias schaltet gleich, hast du schon freigeschaltet, dass jeder und jede sich selber das Mikrofon anschalten kann? Ja, wir machen mal einen Versuch. Wir haben noch 2 Minuten. Wer möchte mit einem Wort, wie bist du jetzt hier, uns anderen und dir selber mitzuteilen? Ich bin ganz glücklich, weil über deine Meditationsanleitung
bin ich wirklich aus dem Kopf raus, total im Körper und ins absolute Jetzt gekommen. Ich danke dir. Danke auch. Im Körper. Vielleicht ein Wort. Wer noch? Hier hat jemand Herzklopfen geschrieben, die Susanne. Ja, Herzklopfen. Auf jeden Fall. Herzklopfen auch. Herzklopfen. Noch jemand? Ich spüre mein Herz ganz deutlich jetzt. Flortje. Vertrauen. Vertrauen. Ja. Verbunden und inspiriert. Verbunden und inspiriert. Ja, ich komme aus Wien. Ich war mit der Susanne zusammen und wir haben beide Herzklopfen. Herzklopfen, wie so schön. Ist, ja. Danke. Danke. Mag noch jemand? Ja, ich habe viel Gelassenheit gespürt während dieser Meditation. War sehr, sehr angenehm. Sehr schön. Vielen Dank. Gelassenheit. Was ist denn in dem Miteinander, in den Dreier-, Vierergruppen entstanden? Hat da jemand ein Empfinden und ein Wort? Wohliges Bauchgefühl, schreibt Robin. Interesse. Schön, ja. Teilen. Verbundenheit. Ja. Lustig. Sehr gut. Nähe. Ja, Nähe ist erstaunlich, ne? Trotz dieser Technik zwischen uns. Habe ich auch gespürt. Ja, schön. Wir wollen das gar nicht über Gebühr ausdehnen. Erweiterung von Perspektive, ja, schön, danke. Berührt sein, habe ich auch gespürt. Ja, dann nehmen wir das doch mit, diese Fülle an kostbaren Erfahrungen. Vielen Dank. Ja. Dankbarkeit, spüre ich auch. Tobias? Ja. Dankbarkeit auch an dich, Nils, dass du dich auf dieses Experiment mit uns hier eingelassen hast. Wir lernen auch so. Jetzt haben wir sozusagen über der Zeit, das ist normalerweise gar nicht meine Art, aber so, das zeigt vielleicht, dass wir uns doch eine Stunde Zeit geben können, wenn wir wollen. Das, auf jeden Fall wird dieses Format wachsen, dieses Format wird sich verändern in der nächsten Zeit. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr es weitergebt und anderen von dieser Möglichkeit erzählt. Und sie dazu einladet, hier beizukommen. Es gibt tatsächlich keine Voraussetzungen. Wir werden das jetzt einfach machen, solange sich dafür jemand interessiert. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, schickt mir die gerne, schickt uns die an das AVE-Institut. Und dann schauen wir, wie wir das aufgreifen können. Ich bin auf jeden Fall sehr erfüllt und ich freue mich, dass wir dieses Experiment jetzt gestartet haben und gewagt haben und freue mich auf die nächsten Abende, die folgen werden. Und ich würde ganz kurz noch darauf verweisen, dass die Vera, die ich hier auch sehe, nächste Woche unser Gast sein wird. Und Vera, vielleicht magst du in zwei Sätzen kurz sagen, worüber du nächste Woche sprechen wirst. Das passt nämlich so schön. Warte mal, ich schalte dich mal kurz ein. Ja, klar. Ja, ja. Ja, ich bleibe da beim Nichtwissen. Ich weiß es noch nicht so richtig, aber so ein bisschen ein kleiner Hinweis. Ich würde mich gern damit auseinandersetzen mit euch, was es bedeutet, wenn wir uns hier sehen, auf dem Bildschirm oder in echt. Und zwar einfach tief vom Spüren her. Also wer nächste Woche dabei ist, schaut doch einfach mal in der nächsten Woche, wie es euch da geht, weil ich finde immer wunderbar, dass diese Nähe zu spüren ist jetzt. Viele kenne ich nicht. Trotzdem ist es halt so ganz anders, wie wenn wir uns richtig sehen. Und das in der Spur werde ich ein bisschen mit euch gehen. Vielen Dank, Vera. Ja, dann möchte ich mich bei Nils vor allem, aber bei euch allen bedanken. Es freut mich, dass ihr alle hier wart. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen von unseren 50 Minuten, die es jetzt sind, und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
und hoffentlich bis nächste Woche Mittwoch hier in dieser Runde. Macht es gut. Danke, Nils und Tobias. Danke an alle. Schön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.